Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Ja, Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind auch live hier und da. Und wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, hier im Radio und im Fernsehen, dann ruft an 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer drauf zu schreiben, damit wir euch dann auch rasch unter Umständen zurückrufen können. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Sharon. Sharon, stimmt das? Ja, genau. Sharon, 22 Jahre alt. Ist das Hallo. So? Hallo. Das klingt Hi. So amerikanisch, Englisch? Ja, meine Mutter ist Amerikanerin. Ah, Sharon. Genau. Meine Liebe, um was geht's? Ja, es geht darum, also ich bin jetzt seit einem Dreivierteljahr nicht mehr mit meinem Freund zusammen. Mhm. Und seitdem habe ich so eine Phase, dass ich meine, dass ich mit mehreren Männern schlafen muss. Also One-Night-Stands. Und das ist schon ganz schön heftig geworden. Also seitdem du mit ihm nicht mehr zusammen bist, hast du das Gefühl entdeckt in dir, mit mehreren Typen Sex haben zu wollen, gleichzeitig? Nein, Quatsch. Also ich habe im Monat mehrere One-Night-Stands, also mit Ach so. Verschiedenen Männern und... Ach so, also immer mit einzelnen Männern? Genau. Ja. Mit wie vielen hast du jetzt schon, seitdem du getrennt bist von deinem Freund, ein Dreivierteljahr, mit wie vielen hast du schon Sex gehabt? So mit 11. Ja, ist schon viel, aber ich hätte jetzt fast noch eine größere Zahl erwartet. Aber dennoch macht es hier Probleme. Ja, auf jeden Fall, weil, also wenn ich mit denen geschlafen habe, kann ich die auch nicht mehr sehen. Dann, die gehen mir dann auf Nerven und die dürfen mich dann am besten gar nicht mehr ansprechen. Wo lernst du die kennen? Das sind meistens Freunde von mir. Ach so. Bekannte. Ach so. Und warum überhaupt schläfst du mit denen? Ja, das ist so ein Gefühl. Ich denke mir jedes Mal, wenn ich es gemacht habe, also nein, das war das letzte Mal. Und dann, wenn ich, sobald ich alleine mit einem bin und der lullt mich so ein bisschen ein, dann ist vorbei. Dann denke ich mir immer, ach komm, einmal noch. Was heißt, ach komm, einmal noch? Bedeutet das, dass du da gar keine sexuelle Lust letztendlich hast oder dich antreibt? Doch, in dem Moment schon. In dem Moment schon. Mhm. Aber danach, da ziehe ich mich ganz schnell an und denke so, boah, jetzt geh bitte. Kenne ich auch sehr gut von One-Night-Stands. Dass man danach dann ganz schnell weg will. Dass ja, man eigentlich auch nicht mit der Person die Nacht verbringen will. Auch nicht mit der Person dann wirklich schlafen will, einschlafen will und so. Kann ich gut verstehen. Dann verstehe ich aber wiederum nicht von dir, wenn du so empfindest, dass du dich überhaupt dann noch drauf einlässt. Dann könnte man doch sagen, okay, komm, ich mach's nicht mehr. Ich warte auf den, in den ich mich ja wirklich verliebe. Ja, das ist ja mein Problem. Das habe ich, versuche ich jetzt seit 2-3 Monaten. Ja. Und irgendwie komm ich immer wieder in solche Situationen. Ja. Und aber gestern war halt jemand hier. Mhm. Und wir hatten vorher schon so SMS geschrieben und so. Und er hat halt immer gesagt, der so, ja, ich mag dich, bla bla bla, halt, ne? Mhm. Und ich habe gesagt, so, nein, ich will dich nicht. Mhm. Sondern ist er einfach vorbeigekommen und so. Mhm. Und dann haben wir geredet und gegessen und so. Und irgendwie, er hat mich geküsst und gesagt, was soll das? Und er hat mich weiter geküsst und irgendwie habe ich dann mitgemacht. Aber da ist der Punkt ja, ne? Irgendwie habe ich mitgemacht. Spätestens bei dem ersten Küssen hätte ich zu sagen, pass auf, Junge, ich habe keinen Bock. Tschüss. War ein netter Abend. Da ist dann so eine Blockade bei mir im Kopf. Ja, aber hast du es denn schon versucht? Hast du denn diesen Schritt? Ich meine, das ist natürlich in dem Moment auch ein schwieriger Schritt, wenn man sich schon so ein bisschen darauf eingelassen hat und dann sagt, nee, ich will nicht. Hast du das schon mal gemacht? Ja, schon. Klar. Und wie haben die Jungs dann reagiert? Ja, nicht so gut. Völlig klar, natürlich. Aber nur so kannst du es ja schaffen. Ich meine, das ist ja alles noch nicht im Rahmen einer Sexsucht oder so, was du jetzt beschrieben hast. Du bist ein Dreivierteljahr von deinem Freund getrennt, hast 11 One-Night-Stands gehabt und du fühlst dich dabei nicht gut. Was viele verstehen können, dass es, wenn das nicht dein Ding ist, fühlt man sich auch nicht gut dabei. Nee, so, dann ist es eine Frage der eigenen Disziplin zu sagen, okay, dann lasse ich mich darauf eben nicht ein.
Da sage ich, nein, du bist eine erwachsene Frau von 22 Jahren. Du sagst da einfach, Punkt, aus. Ich will das nicht. Dann lass es doch gar nicht erst so weit kommen, dass man sich küsst. Triff dich doch erst gar nicht mit den Typen. Ja, aber da ist so eine Blockade in meinem Kopf. Ich weiß nicht. Irgendwie komme ich halt immer wieder in diese Situation, lass mich halt dazu, denke ich da auch gar nicht mehr dran, mache halt mit und dann... Mhm. Wie war das denn? Wie lange warst du mit deinem Freund zusammen? 2 Jahre. 2 Jahre. Und vorher, wie war das da? Gar nicht. Also ich habe vor meinem Freund einen Mann gehabt. Das war aber, also war ich noch sehr jung und da habe ich mich auch, das war halt, das zähle ich auch nicht als erstes Mal. Also eigentlich hatte ich das erste Mal halt mit meinem Freund ziemlich spät und mit ihm war es halt eine sehr intensive Beziehung und als wir uns dann getrennt haben, es war eine ziemlich blöde Trennung, ist er nach Amerika gegangen, damit wir die Distanz haben, weil wir konnten uns nicht mehr sehen, weil wir uns nur noch gegenseitig wehgetan haben. Von wem ging denn die Trennung aus? Von mir. Von dir? Von mir, ja. Weil du ihn nicht mehr geliebt hast? Nein, weil ich ihm nicht mehr vertraut habe, weil, also wir waren ist er fremdgegangen? Nein, nein, er hat viel mit Drogen gemacht und so. Andere Thematik. Genau. Mhm. Und danach habe ich mir gedacht, komm, jetzt lebt mal dein Leben. Mhm. Aber jetzt will ich mein Leben gar nicht mehr so leben. Ja, was heißt, du kannst ja dein Leben auch leben ohne One-Night-Stands. Mhm? Ja, das meine ich ja jetzt. Also, ich glaube, du musst es einfach noch einfach mehr versuchen, du musst strenger zu dir sein, dass du diese sogenannte Blockade, die du da beschreibst, dass du die selbst knackst. Und wenn das jetzt noch nicht funktioniert im Moment, dann muss der Ekel vielleicht noch größer werden. Da musst du dich vielleicht noch, ich sag's jetzt mal ganz plakativ, noch mehr reinreiten, dass es dir so unangenehm ist, dass dann irgendwann der Groschen fällt und du sagst, nee, ich mach's nicht mehr, Punkt, aus. Ich glaube, das ist eine reine Frage der mentalen Haltung, also wie man darüber denkt. Und dass man einfach, dass du einfach Strategien entwickelst, dieses schon, wenn sich sowas anbahnt, frühzeitig charmant zu umgehen oder zu blockieren. Mhm. Frühzeitig, damit du nicht in so eine komische Situation kommst. Okay. Also ich würde erstmal sagen, jetzt noch nicht mit Psychologe und sowas, das kriegst du alleine hin. Versuch's doch mal und lass uns mal in einem Monat nochmal reden. Okay. Ja, mailst du uns, dann erreichst du uns hundertprozentig und dann würden wir beide nochmal uns unterhalten. Alles klar. Ja, Sharon. Okay. Alles Gute und sei streng zu dir selbst, ne? Das ist wichtig. Okay, danke. Alles Liebe. Tschüss. Ja, danke. Ciao. So, ihr Lieben, am Samstag, das ist ja schon wieder übermorgen. Mann, die Zeit vergeht. Am Samstag ist mein prominenter Gast Peter Maffay um 23.30 Uhr hier im WDR Fernsehen, mein Promi-Gast, den ihr auch anrufen könnt, wie das ja samstags immer so Usus ist bei uns. Und wenn ihr gerne mit Peter Maffay sprechen wollt, wenn ihr gerne mit ihm diskutieren wollt, ihn irgendetwas fragen wollt, dann mailt uns heute schon unter domian@wdr.de und wir rufen euch dann gegebenenfalls zurück. Die Sendung beginnt um 23.30 Uhr am Samstag und eine Stunde vorher sind aber auch schon unsere Leitungen unter der bekannten Telefonnummer geschaltet. So, weiter geht es mit Tanja. Tanja ist 30 Jahre alt. Hallo. Tanja. Hallo, Tanja. Hallo, Domian. Grüße dich. Hallo. Ich muss jetzt vom Fernseher weggucken, weil das verzögert sich. Das verzögert sich, ja genau. Das ist immer ein bisschen verwirrend. Guck, ja, total. Guck am besten irgendwo gegen die Wand oder so. Genau. Während des Telefonierens. Ja, also um was geht's? Ja, ist eigentlich ein ganz etwas peinliches Thema. Und zwar geht's um den Po. Um den Po. Um den Po. Ich glaube, du hattest doch irgendwann mal ein Thema. Ja, wir hatten ja das Thema Geschichten rund um den Po. Genau. Mhm. Und bei mir ist das, ich weiß nicht, die Zuschauer werden es vielleicht kennen, Analthrombose. Ja, das hört man schon mal. Das ist so eine Art Hämorrhoidenleiden, ne? Sowas. Ja, eigentlich nicht. Die Hämorrhoide ist ja im Enddarm drin. Mhm. Damit wird man ja schon geboren mit den Hämorrhoiden. Die verschließen das ja dicht. Und damit beim Pupsen nichts daneben geht. So, ja. Und die Analthrombosen entstehen an den Analvenen, die direkt am Polausgang sitzen. Das ist schlimmer, ne? Ich glaube, wenn man das ist schmerzhafter. Wenn man diese Erkrankung hat, ist das noch schmerzhafter, als wenn man Hämorrhoiden hat, ne? Ja. Glaube ich. Mhm. Die platzen unter der Haut und dann bildet sich halt von jetzt auf sofort eine Riesenbeule. Mhm. Und dieser Thrombus muss dann gespalten werden. Das heißt aufgeschnitten werden? Das wird aufgeschnitten. Am Po. Am Po. Am Po-Muskel. Da wird also Spritze reingemacht, dass das betäubt ist und dann wird das aufgeschnitten. Mm. Und ich hatte das jetzt 14 Mal in den letzten 2 Jahren. 14 Mal? Ja.
14 Mal in den letzten 2 Jahren? Ja. Ich habe anscheinend eine Bindegewebsschwäche stark mit abbekommen. Ja. Die wohl dazu beiträgt. Lass mich noch mal fragen. Das ja. ist diese Thrombose, kann man die fühlen und sehen? Ist die außerhalb? Die ist außen dann, ja. Bitte? Die ist dann außen. Außen, ja. Die liegt nicht innerhalb des Darms, sondern die liegt wirklich so an dem Po-Muskel. Die liegt genau am Schließmuskel, ja. Und das muss aufgeschnitten werden? Das wird dann, da wird ein länglicher Schnitt gemacht und dann wird dieser Thrombus rausgenommen. Und dann wird das vernäht? Nee, das darf man nicht vernähen. An der Stelle darf man nicht nähen. Und das muss man selber zuheilen. Und danach ist das dann wieder gut, oder? Das tut noch dann eine Weile weh, weil das heilt ja auch nicht so schnell da, weil das wird ja immer wieder, das kann man ja nicht stilllegen. Ja, das wollte ich gerade fragen. Man muss ja regelmäßig zur Toilette gehen. Ja. Reißt das denn dann nicht wieder auf? Oftmals erstmal die ersten Male immer wieder, ja. Mhm. Und entstehen dann nicht wieder neue Entzündungen, neue Thrombosen? Also es kann da ein Fass ohne Boden werden, es können sich da Fisteln bilden und also alles Mögliche kann sich da bilden. Davon bin ich zum Glück noch verschont worden. Mhm. Mein Problem war nur, ich bin an ziemlich metzgermäßige Ärzte geraten. Also ich glaube schon, dass diese ganze alle Krankheiten um den Po und den After herum nach wie vor große Tabukrankheiten sind. Absolut. Man liest ja zum Beispiel immer, dass irgendwie 80 oder 70% der Leute an Hämorrhoiden leiden, ja. Aber es spricht keiner darüber. Nee. Ne? Den Leuten ist das peinlich, was ich gar nicht verstehen kann, was da peinlich dran ist. Selbst meine Krankenkasse ist nicht in der Lage, mir einen Arzt zu besorgen, weil anscheinend diese Ärzte sich noch nicht mal unter Proktologie eintragen, sondern dann unter Chirurgie oder unter irgendwas anderem. So, das wollte ich mich jetzt fragen. Lässt du das ambulant machen oder im Krankenhaus? Also ich habe es am Anfang im Krankenhaus machen lassen, hatte dann ein ganz schlimmes Erlebnis, da bin ich extra bis München gereist. Ich komme aus der Nähe von Hannover. Und da war ich im Krankenhaus und danach habe ich einen totalen, ich glaube, das nennt man Hospitalismus oder so, irgendwie sowas, eine Angst vor Krankenhäusern. Ach so. Also, ich krieg da keiner mehr rein. Also haben die da eine Klage gegen den Arzt, weil wir uns dann gewehrt haben dagegen, der musste auch Schmerzensgeld bezahlen. Ach du lieber Gott, das heißt, der hat irgendwie was fehlgeschnitten da, also, oder was? Der hat einfach geschnitten ohne meine Einwilligung. Mhm. Der hat also eine Einwilligung gehabt damals für eine Darmspiegelung und hat dann gemeint, dann schneide ich doch gleich. Mhm. Und was war die Folge dieses Schneidens? Die Folge war, dass diese Wunde 3 Jahre nicht zugeheilt ist. Und ich 3 Jahre lang an der Nadel hing. Ich musste mir jeden Tag IV, 3-mal am Tag Tramal, Opioide spritzen. Also um die Schmerzen auszuhalten? Um die Schmerzen auszuhalten. Das ist ja unglaublich. Und 14 Mal in den letzten 2 Jahren, daran gab es kleinstchirurgische Eingriffe. Ja, immer mal wieder dann. Und die waren aber dann ambulant? Die waren dann ambulant. Mhm. Du hast das Gefühl, nicht den richtigen Arzt zu haben? Ich habe einen sehr guten Arzt, der fachlich wirklich was drauf hat. Mhm. Mein Problem ist nur, dieser Mann hat keine Kassenzulassung und ich muss ihn privat zahlen. Was kostet das einmal reinschneiden? 300 Euro. Boah. Und der macht es gut? Der macht das wahnsinnig gut. Also da, ich meine, diese Bindegewebsschwäche und diese gestauten Analrandvenen, die hat man nun mal. Mhm. Entweder man hat sie nicht oder man hat man. So, das heißt, dein Problem ist, wie ich das jetzt verstehe, im Prinzip musst du in eine dauerärztliche Behandlung. Genau. Aber es gibt in deiner Umgebung keinen kassenzugelassenen Arzt, der das wirklich gut kann. Genau. Wo wohnst also du? Ich wohne direkt in Salzgitter, da ist zwar einer, aber da war ich schon. Und also ihm ist das schon, die Krankengeschichte wohl schon zu lang. Mhm. Und hat mich dann weiterschicken wollen. Und ich habe hier keinen Arzt, also ich würde auch weiter wegfahren. Ich habe gehört, in Schleswig soll eine super Enddarmklinik sein. Ich habe im Internet gesucht wie eine Blöde. Ich finde diese Klinik nicht. Mhm. Dann hatte ich durch diese Ängste vor den Ärzten, hatte ich dann eine Therapie anfangen wollen. Mhm. Da bin ich an einen Neurologen geraten, der wäre bestimmt dein bester Freund geworden. Der hat nämlich zu mir gesagt, such dir mal einen Mann, sonst wirst du wie Heller von Sinnen enden. Ach, das glaube ich nicht. Doch, das glaube ich nicht. Das hat ein Arzt gesagt. Ich schwöre. Das ist ja unfassbar. Man ja schon anzeigen. Ich habe 3 Stück durch. Der erste, das war der. Die zweite hat mich abgelehnt, hat gesagt, was wollen Sie überhaupt? Das ist doch Ihr Leben. Finden Sie sich damit ab. Und der dritte hilft mir jetzt. Ich bin fassungslos. Also ich bin wirklich fassungslos. Ich kam da heulend raus. Meine Mutter war mit. Die wusste überhaupt nicht, was los war. Mhm. Und ich bin recht buschikos, habe kurze Haare, hatte auch eine weibliche Partnerin. Mhm. Und ihm hat das überhaupt nicht gepasst. Mhm. Also er meinte, ich soll mich erstmal weiblicher geben, mir einen Mann suchen, dann würde ich meine Probleme lösen. Das ist unfassbar. Mein Problem ist nur, beim Sex bekomme ich die Dinger. Also ach so. Die Analthrombose. Ach so, weil bei jedem Orgasmus. Durch die extreme Durchblutung dort unten und die Anstrengung und so weiter. Mhm. Das heißt, du bist nicht nur sehr eingeschränkt in deinem Leben durch die permanenten Schmerzen im und am Po,
sondern eben auch im Bereich Sexualität zum Beispiel. Total, ja, die Beziehung ist auch kaputt gegangen. Was kann man denn außer schneiden, wie könnte man denn da vorbeugen, was könnte man noch therapeutisch tun? Das weiß ich leider nicht. Also ich habe diesen Tipp bekommen, kühl abzuduschen und ansonsten nehme ich noch Venentabletten, aber ansonsten... Also ich glaube, ich habe einiges gelesen über Hämorrhoiden. Habe ich auch, aber die sind nicht so schlimm. Ja, aber da gibt es auch 100.000 Ideologien und Tipps und Anmerkungen. Der eine sagt dieses, isst dies nicht und macht das nicht. Vielleicht ist das in dem Fall ganz genauso. Ja, ich weiß es nicht. Also das Problem ist halt immer nur, es sind ja nicht nur 300 Euro dann für diese Thrombosenentfernung, sondern es kommen ja Dauerkosten zu für die ständigen Kontrollen. Dann bin ich ja innen mit Hämorrhoiden auch noch geplagt. Die werden dann abgebunden, das sind auch Kosten. Und das ist privat, ist das im Prinzip nicht zahlbar, wenn man so massiv drunter leidet. Sag mal, Salzgitter, wenn ich jetzt gerade mal meine Geografiekenntnisse abrufe, liegt doch nicht so ganz weit entfernt von Hannover, ne? Ja, der Arzt ist auch in Hannover. So. Jetzt ist der Akku leer? Der Akku leer, ja. Ah, das ich ist ja. Ich geh mal runter ans Telefon, damit wir das Piepen nicht in der Leitung haben. Wenn wir währenddessen weiter reden können? Ja. Ja, können wir. Hannover ist doch nur berühmt für seine Universitätsklinik. Gibt's denn da nicht irgendwie? Ja, aber da muss ich dann in die Klinik. Das machen die nur stationär. Die machen das nicht ambulant. Und da will ich ja nicht rein. Weil davon habe ich die Schnauze gestrichen voll. Ich leg mich mal kurz auf das andere Telefon. Ich hoffe, das klappt jetzt, so wie ich mir das denke. Ja, wahrscheinlich, hoffentlich bist du jetzt nicht gleich weg. Auf dem geht's nicht. Ja, ich höre dich jetzt immer noch. Ja, hallo? Ja, geht noch. Doch aufs ganz andere Etagenzimmer. Das sind Proktologen, die das machen, ne? So ja, man die sind, Moment, jetzt hebe ich mal hier ab. So. Seht ihr, ihr solltet immer erst auftanken, bevor ihr hier mit mir sprecht. Ich hab dich aber. Jetzt haben wir uns, sehr gut. Noch eine Frage zu den Schmerzen. Ja. Wie kann man sich diese Schmerzen vorstellen? Kann man die mit Zahnschmerzen zu vergleichen? Sind die mal weg oder sind die dann permanent da? Wenn nee, das ist ein Dauerschmerz. Also das fängt an wie so und das fühlt sich, die Leute kennen bestimmt so schwere Beine, so Venenschmerzen in den Beinen. Ja. So dieser Druckschmerz. Ja. So fängt das eigentlich an, dass du merkst, da stimmt schon mal was nicht. Mhm. Und wenn die dann platzen, dann ist das ein Druck, du möchtest im Prinzip am liebsten selber aufmachen, dass das drückt und sticht. Aber wenn die platzen, heißt das doch, dass man auch blutet dann, ne? Ja. Das ist ziemlich stark sogar. Das hört sich schon ausgesprochen schmerzhaft an. Wie können wir denen jetzt helfen? Ja, vielleicht weiß jemand, der zuhört, welche Klinik ich in Schleswig dort meine. Für Enddarmerkrankungen. Also du hast einen ganz speziellen Wunsch. Es gibt eine Klinik in Schleswig, die einen guten Ruf hat im Bereich Enddarmerkrankungen. Genau. Und die möchtest du gerne rauskriegen? Die möchte ich gerne und dann auch aufsuchen. Da würde ich dann auch stationär hingehen, weil die sind darauf spezialisiert. Die sollen sehr gut sein. Ja, so. Ich bin fast sicher, dass unsere Zuschauer das blitzschnell rauskriegen. Ich hoffe. Und ihr Lieben, um nicht unsere Telefone zu blockieren, meldet es uns doch bitte. Meldet an domian@wdr.de und wir reichen das an die Tanja weiter. Also wir suchen diese Enddarmklinik in Schleswig. In Schleswig. Und ansonsten einen netten, lieben, freundlichen, vorsichtigen Proktologen in der Nähe von Braunschweig irgendwo in die Richtung. Okay. Der von der Kasse bezahlt wird. Aber der muss wirklich vorsichtig sein. Ein sehr spezieller Wunsch. So einen Wunsch haben wir auch noch nicht erfüllt. Aber da ich merke, dass du da sehr drunter leidest und mir tut es ja, während du das erzählst, auch schon im Po weh. Tut das Sitzen weh, ne? Ja, nur gut, wenn man 14 Mal in 2 Jahren da geschnitten wird, das ist nicht schön. Das glaube ich wirklich. Nee, ist es auch nicht. Dann wollen wir dir gerne helfen, wenn wir dir helfen können. Also ihr Lieben, wenn ihr den Aufruf von Tanja jetzt gehört habt und eine Idee habt, dann mailt uns bitte unter domian@wdr.de. Liebe Tanja. Soll ich dann deiner Redaktion meine E-Mail-Adresse geben noch? Ja, wir rufen dich gleich nochmal an und dann könnt ihr das austüfteln, wie ihr kontaktiert. Gut. Okay, liebe Tanja, alles Gute. Toi, toi, toi. Gut, hoffentlich können wir dir helfen. Und vielen Dank in den Hintergrund an den Roland, der war so nett. Ja, der ist sehr nett. Alles klar, Tanja, tschüss. Danke, tschüss. Jo. Sieglinde, 62 Jahre alt. Hallo, Sieglinde. Ja, hallo. Hallo, Sieglinde. Guten Morgen. Ja. Jetzt weiß ich nach dieser Po-Geschichte gar nicht, wo ich anfangen soll. Sag mal Stichwort und was. Das ist ganz tragisch. Ich fange mal damit an, dass ich 22 Jahre lang mit meinem Mann sehr glücklich war und dass er mir im letzten November während unseres Urlaubs auf Fuerteventura eigentlich
einfach so weggestorben ist nachts. Während des Urlaubs? Ja. Im Hotel? Im Hotel. Plötzlich, völlig unerwartet. Ja, es war wirklich plötzlich und unerwartet. Ich erzähle mal eben ganz kurz die Vorgeschichte. Mhm. Er war 2003, hatte er eine schwere Herzoperation, eine Bypass-Operation. Mhm. Danach war er 7 Wochen im Koma mit allem Problemen, die es geben konnte. Es war also Nierenversagen, Lungenentzündung, es war also alles, das volle Programm. Mhm. Und man hat mir gesagt, also er wäre nicht schwer krank, er wäre schwerst krank. Mhm. Und man könnte mir also überhaupt keine Hoffnung machen, aber man könnte mir die Hoffnung auch nicht nehmen. Ja. Ich war auch jeden Tag die 7 Wochen immer mindestens 3 Stunden da und habe mit ihm Musik gehört und habe also mit ihm geredet. Und wenn während dieser 7 Wochen irgendwas mit ihm passiert wäre, dann wäre ich darauf vorbereitet gewesen. Aber ich wusste genau, weil er hat mir versprochen, ich mache diese Operation. Er war 14 Jahre älter als ich. Mhm. Du bist 62, ne? Ja, und er sagte, ich mache das nur nicht, ich möchte noch ein paar schöne Jahre mit dir haben. Mhm. Er war eigentlich vorher auch immer fit wie ein Turnschuh, der sah aus wie, nicht wie 76, der sah aus wie 56. Mhm. Also und er hat sich dann von diesem schweren Eingriff wieder berappelt, richtig? Ja, er ist dann, nach 7 Wochen ist er wach geworden und dann kam er gleich in die Reha. Mhm. Und dann bin ich da jede Woche, bin ich freitags hingefahren und bis Sonntag geblieben. Jetzt sag mir nochmal, du hast es gerade schon gesagt, wie lange liegt dieser Eingriff zurück? Das war 2003. 2003. Ja, und dann hat er sich unheimlich gut erholt. Und wir waren auch im letzten Jahr, Mai, Juni, waren wir 3 Wochen auf der Insel Kos. Mhm. Weil wir waren also Reisen und so, Reisen ging wunderbar. Ja, ja. Und, wann wart ihr jetzt auf Fuerteventura? Das war im November. Im November. Und er hatte auch von seiner Kardiologin hatte er das okay für Fuerteventura, von seiner Internistin. Und dann hat er sich aber so ein bisschen erkältet und bei unserem Hotel gleich um die Ecke war so ein kleines Medical Center und da waren auch sehr gute Ärzte. Und dann sagt er, ach, ich gehe da mal hin, vielleicht können die mir ein bisschen was verschreiben. Und dann haben sie eine kleine Röntgenaufnahme und man sagt, ja, könnte sein, das wird vielleicht eine kleine Bronchitis. Machen Sie mal jetzt 2 Tage kein Beach und auch kein Pool. Mhm. Bleiben Sie auf Ihrer Terrasse. Mhm. Und dann, das war auf dem Sonntag. Und dann sagt er, ach, das sind wir Mäuschen, ich gehe nochmal eben in diesen Autoverleih und für übermorgen werde ich nochmal für 3 Tage ein Auto ordern. Wann ist es dann passiert? Das war auf dem Sonntag und dann sind wir also, nachdem er das Auto da bestellt hat, sind wir also ins Hotelzimmer gegangen. Mhm. Und der ganze Tag war gut, er war ein bisschen nicht grippal, aber er merkte, das könnte sein, dass ich vielleicht eine kleine Bronchitis kriege oder eine Erkältung oder sowas. Ist er denn dann im Schlaf, in der Nacht verstorben? Nein, nein, er ist, wir waren abends noch essen und wir waren also auch, und als ich ins Bett ging, dann habe ich ihn in den Arm genommen, das war so 22:30 und da war er sehr heiß. Mhm. Und da hatte ich das Gefühl, dass er vielleicht Fieber hat. Mhm. Und da habe ich gesagt, ich hatte aber kein Fieberthermometer und da bin ich gesagt, ich laufe mal eben runter zu dem Doktor und der kam dann aber gleich mit. Mhm. Und er hatte sich bei dem noch entschuldigt und sagte, sorry Doktor, und dass ich so viele Umstände mache, so abends um 11 und hat ihm also noch ein Mittel gegeben, damit das Fieber runtergeht, hat er also 38,3. Hat er denn dann die Nacht über noch schlafen können? Ja, er hat geschlafen und wurde um 2 Uhr wach und da war er ziemlich durchgeschwitzt durch diese Fiebertablette wahrscheinlich. Und da habe ich ihn abgerubbelt, ein frisches T-Shirt an und das gleiche nochmal um 3. Mhm. Und dann hat er sich auf die rechte Seite gelegt, also mir zugewandt und fing plötzlich ziemlich an, so brummelig zu atmen. Mhm. Und dann bin ich aufgestanden und dann habe ich ihn so in den Arm genommen und da wurde mir das aber zu heftig. Und dann habe ich nur noch die Rezeption angerufen und da reingerufen, die möchten sofort den Doktor schicken. Mhm. Und als der Doktor kam, hat er sofort Mund-zu-Mund-Beatmung gemacht und Herzmassage und der hat da so... Dann guckte er mich auf einmal an und schüttelte den Kopf.
Das heißt, er ist in tiefer Nacht dann quasi. Ja, ich hatte ihn also bei ich, dir ich hatte ihn im Arm und habe ihn aufs Kissen gelegt, als der Doktor kam und dann ist er also dann ganz schnell gestorben. Das ist im November letzten Jahres passiert. Ja, 2004. Und seitdem, wie gesagt, ich werde die Bilder nicht los, ich kann also schlecht schlafen gehen. Ja klar, klar. Wie war das denn dann überhaupt? Ich stelle mir das so, das an sich ist ja schon furchtbar. Und dann noch in der Fremde. Ja, dann kam noch ein zweiter Arzt und dann kam Polizei. Und dann sagte der Doktor zu mir, er sprach ein bisschen Deutsch, ein bisschen Englisch und ich kann also auch ein bisschen Spanisch. Es dauert so ungefähr 1,5 bis 2 Stunden, bis er abgeholt wird. Also eine wahnsinnige Aufregung. Wann wurde er überführt? Wie viele Tage dauerte das dann? Ja, ich bin dann also 2 Tage später. Also dann von der Nacht von Sonntag auf Montag ist er gestorben, dann habe ich das Auto abgestellt, dann bin ich also den Dienstagabend bin ich dann also nach Hannover zurückgeflogen. Es wurde da alles organisiert. Was wahrscheinlich auch, ich stelle mir das irre schmerzhaft vor, wenn man dann alleine im Flugzeug sitzt und weiß, man ist zu zweit dahin geflogen. Ja, natürlich, ich hatte ja auch das ganze Gepäck und ich hatte natürlich ein bisschen Glück im Unglück, weil Freunde von uns, also ein Freundes Paar, zwei Männer, die wir auch mal in Griechenland Urlaub kennengelernt haben vor 15 Jahren. Die waren in einem anderen Ort, die habe ich dann angerufen, die haben mich aber dann die 2 Tage betreut. Ja, verstehe. Und das war natürlich dann für mich also sehr, sehr, sehr angenehm. Habt ihr Kinder, Sieglinde? Bitte? Habt ihr Kinder? Ja, es war unsere 2. Ehe und er hat aus der 1. Ehe 2 Kinder und ich habe aus meiner 1. Ehe 1 Kind. Mhm. Findest du Trost bei den Kindern? Ja, ich finde. Ich finde schon Trost. Aber dennoch ist es natürlich ein ungeheurer Schicksalsschlag, wenn man 22 Jahre miteinander verbracht hat und dann auch noch unter solchen Umständen. Du hast völlig recht, wenn er da in der Klinik, da warst du auch vorbereitet. Ja, aber so, vorbereitet aber so wart gewesen. Ihr wart im Urlaub, euch ging es gut und dann kommt plötzlich so ein... Ja, und dann kam der 2. Hammer. Ich habe dann also aus Fuerteventura auch meinen Chef, ich habe also war 34 Jahre lang Anwaltssekretärin und immer mit dem gleichen Chef. Und dann habe ich ihn angerufen und habe ihm das erzählt und dann sagt er zu mir, ja, sag mir mal, wie alt ist er denn jetzt eigentlich geworden? Und sagte nur zu mir, Mädchen, das Alter erreiche ich nicht. Ja, toll, toller Aber Trost. Aber nun sieh mal erstmal zu, dass du nach Hause kommst und ich helfe dir. Und ich glaube, die meisten Leute dann können... ist der 9 Tage später, ist mein Chef gestorben. Da ist mir also auf einmal der Teppich richtig unter den Füßen weggezogen worden. Ich hatte also... die zwei wichtigsten, also den liebsten Menschen und auch noch also die zwei wichtigsten Menschen in meinem Leben einfach auf einen Schlag verloren. Ich hatte keine Perspektive mehr. Ich hatte der Job war weg. Ich konnte in dem Büro nicht mehr arbeiten. Hast du im Moment Menschen, mit denen du darüber sprechen kannst? Ja, ich habe mir dann eine Psychotherapeutin gesucht. Das war im Februar, weil ich da einfach total am Ende war und das ging auch nicht über Kasse. Die hatten alle erst Termine für mich im April oder Mai. Und ich sage, ich brauche aber jetzt Hilfe. Und dann habe ich mir dann also privat jemanden gesucht. Und das habe ich dann 8 Wochen, also 2 Monate gemacht. Das hat mir auch geholfen. Ja. Aber weißt du, im Moment bist du nicht mehr da, ne? Bitte? Im Moment bist du nicht mehr bei dieser Therapeutin. Nein, ich hab das also mit der Option dann ab. Wir haben gesagt, wir machen das also erstmal. Ich fände, ich merke ja, wie sehr das noch in dir. Ja. Ist ja völlig klar. Völlig klar. Ja, auch jetzt daran, dass ich bin dabei, mein Schlafzimmer zu verändern, weil ich gehe im Dunkeln ins Bett und fass auch rüber und dann ist der kleine Kopf nicht mehr da, der da immer lag. Und das macht mich natürlich... Ich würde dir gerne Folgendes vorschlagen, Sieglinde. Wohnst du in der Nähe einer größeren Stadt? In Bremen. In Bremen sogar. Ah ja, das ist gut. Ich werde dich jetzt gleich mal verweisen an meine Psychologin, an die Anja. Ja. Ich fände für deinen Fall, sage ich jetzt mal so als erste Idee, sehr gut, wenn du in eine Selbsthilfegruppe gehen könntest. Eine Selbsthilfegruppe, wo Menschen sich treffen, die genauso ein Schicksal erlitten haben. Und das gibt es sicher. Ich habe auch tolle Literatur. Ich meine, da habe ich immer das Gefühl, wenn ich da reingucke, dann will ich überhaupt nicht mit mir zurechtkommen. Dann gucke ich nach und dann sehe ich auf einmal da ein Kapitel, das hätte ich schreiben können. Das ist die Doris Wolf. Ja, ja, ja. Nicht? Das heißt also, einen geliebten Menschen verlieren vom Umgang. Vom schmerzlichen Umgang. Aber es ist immer noch besser, wenn man spricht, wenn man direkten Kontakt hat. So, du hast dich ja hier bei uns ja auch gemeldet.
Ich würde das gerne jetzt so handhaben, Sieglinde, dass du mit der Anja das mal austüftelst, ob wir da in Bremen was für dich finden. Ja. Dass du noch einen weiteren Halterungspunkt einfach hast, wo du hingehen kannst, wo du dich auch mit Menschen austauschen kannst. Ja, sollen wir es so machen? Wäre vielleicht ganz sinnvoll. Man kann es versuchen, man muss immer alles versuchen. Ja. Ja. Liebe Sieglinde, ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Kraft. Und kann das so gut, ich erahne, in welcher Not und welcher Trauer du bist. Es ist ja auch so, die Freunde, ich habe einen lieben Freundeskreis und auch liebe Kinder, aber für die geht das Leben weiter. Ja, du meinst, es ist im Moment stehen geblieben. Das verstehe ich, das verstehe ich. Das legst du auf und wir rufen dich sofort wieder an. Ja, okay. Von Herzen alles Gute. Ja, und ich danke für das Gespräch. Ja, ja. Alles Gute, Sieglinde. Okay, tschüss. Danke, tschüss. Thorsten ist hier. Thorsten ist 20 Jahre alt. Hallo, Thorsten. Hallo. Ja, und was geht's bei dir, Thorsten? Ja, ich habe das Problem, ich komme beim Sex einfach nicht. Und du lachst dabei? Ja, weil es ein doofes Problem ist. In Anbetracht dessen, was wir gerade gehört haben, meinst du? In Anbetracht dessen, was wir gerade gehört haben? Ja, oder? Auch. Ja. Naja, also ich habe mein erstes Mal mit 17 gehabt. Ich bin schwul, muss ich dazu sagen. Und ich hatte jetzt vier Männer, mit dem vierten bin ich jetzt seit 2 Jahren zusammen. Ach, seit 2 Jahren schon? Ja. Und du hast noch nie einen Orgasmus mit ihm erlebt? Doch, also beim Sex halt nicht. Also sprich, wenn wir Sex haben, dann bricht das dann am Ende irgendwie ab und ich muss es mir dann trotzdem noch irgendwie selbst machen, bis ich komme und ja. Das heißt also mit deinem Freund funktioniert es nicht. Das heißt, du, wenn du alleine bist mit dir, dann geht es schon. Das geht. Und das war auch bei den anderen vorher so. Und aber immerhin, ich unterbreche mal, immerhin, obwohl ihr 2 Jahre zusammen seid, das heißt, ihr seid sehr vertraut miteinander, ja, ihr kennt euch gut, und dennoch ist da ist ja irgendeine Barriere ist ja da. Irgendwas. Ja. Ne? Dennoch ist das nicht zu überwinden. Also an für sich ist das Ganze, das ist super schön und etc., und aber klappt halt nicht am Ende. Wie geht denn dein Freund damit um? Ja, der fände das auch schön, wenn ich dann halt mal irgendwann dabei kommen würde und etc. Und hat den Wunsch auch schon geäußert, dass ich dann halt auch mal kommen könnte und sowas. Und naja. Das heißt, es endet immer mit einer Masturbation deinerseits? Wenn dein Freund dasselbe machen würde, was du machst beim Masturbieren an dir, funktioniert das dann? Das Gleiche. Wenn ich es mir dann auch noch selber mache, das dauert dann auch länger, als wenn ich es mir alleine selber machen würde. Also, aber wenn dein Freund Hand anlegen würde, ginge es auch. Aber nee, wenn mein Freund das bei mir macht, nicht. Definitiv nicht. Das geht nicht. Nie. Also und beim Analverkehr funktioniert es auch überhaupt nicht. Auch nicht. Ja, das ist schon sonderbar, ne? Wenn das 2 Jahre so geht und da scheint ja irgendwas ganz Massives zu blockieren und zu hemmen. Ja. Hast du eine Idee, was das ist? Irgendwann mal was beiläufig im Fernsehen gehört. Das klingt jetzt super blöd. Egal, irgendwie Voyeurismus und man kann nur Gefühle darüber haben, wenn man andere sieht, die dann irgendwie dabei Gefühle entwickeln und darüber kann man dann Lust empfinden. Und bei mir ist es halt so, wenn ich halt onaniere, dann gucke ich mir halt auch ein Porno an. Und darüber klappt es dann halt. Und wenn ich mir dann halt auch nach dem Akt sozusagen dann selbst mache, dann denke ich auch immer an andere und etc. und dann klappt es halt. Aber machst du das auch dann in Anwesenheit von deinem Freund? Ja. Ja, das heißt, du hast ja dann optisch auch noch deinen Freund vor dir als Erregungspotenzial quasi so. Ne? Das wirkt dann ja auch über die Optik. So, jetzt wollen wir hier nicht Küchenpsychologisieren. Ich weiß nicht, was es ist. Wenn du das aber jetzt so lange schon hast, du hast das noch niemals, auch früher nicht, ne, mit dem Partner mal gehabt. Nee, noch nie. Ja. Dann würde ich, das muss jetzt keine großartige Therapie sein, aber ich würde an deiner Stelle mir mal einen Termin bei einem Sexualtherapeuten geben lassen, machen lassen, organisieren lassen. Dass einfach mal ein fachkundiger Mensch sich damit beschäftigt und dich ein bisschen befragt. Ich glaube, das ist schon etwas so Gravierendes, dass man das sicher nicht, schon gar nicht im Rahmen einer solchen Sendung hier lösen kann. Ja. Aber den Tipp kann ich hier geben. Den würde ich auch, ich würde das mal angehen an deiner Stelle. Denn das ist ja, du bist jetzt 20 Jahre alt, und wenn du es noch nie erlebt hast mit einem anderen Menschen zusammen, ist das ja schon unangenehm. Das kann auf die Beziehung sich auswirken unter Umständen, ne, irgendwann. Und es ist einfach für dich auch ein blödes Gefühl. Ne? Ja, auf jeden Fall.
Ich könnte mir vorstellen, dass du manchmal schon verspannt bist beim Sex, ne? Weil du genau weißt, dass es wieder nicht so endet, wie es eigentlich enden sollte. Ja, da gab es auch schon mal heftigere Probleme und all das. Okay. Aber das Ganze bei einem Sexualtherapeuten ist halt dann auch wieder die Sache, ist der dann konservativ und will mir dann nur raten, ja, mach's mit einer Frau und sowas, weil auf sowas kann ich gern verzichten. Ja, natürlich, natürlich. Also es gibt ja nun wirklich in Deutschland mittlerweile wunderbare Netzwerke von schwulen Therapeuten. Dann gehst du einfach mal ins Internet und guckst mal unter Sexualtherapie, schwules Netzwerk oder Homosexuelle oder sowas. Da findest du überall Tipps und Ratschläge und Adressen, auch in deiner Umgebung, wo von schwulen Gruppen jetzt empfohlen werden, zum Beispiel. Mhm. Also ja. Ich würde sagen, das ist jetzt so eine spezielle Sache. Geh einfach mal ins Internet, gib mal die entsprechenden Begriffe ein und such dir in deiner Umgebung jemanden. Dennoch gucken wir jetzt auch nochmal nach bei dir, hier bei mir, ob wir für dich was finden. Mhm. Also wir machen das immer jetzt zweigleisig. Wir gucken nach, das heißt, wir rufen dich gleich nochmal an und du guckst auch nach. Mhm. Okay. Und dann gehst du einfach mal zu so einem Typ und dann gucken wir weiter. Okay. Ne? Thorsten, wir rufen gleich nochmal an. Okay, danke schön. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, jetzt hier live, egal über welches Thema. Oder ihr könnt auch mailen unter domian@wdr.de. Ihr könnt auch mailen, wenn ihr am Samstagabend euch mit Peter Maffay live unterhalten wollt, hier in meiner Sendung. Mein Gast ist Peter Maffay um 23.30 Uhr im WDR Fernsehen. Wenn ihr mit ihm sprechen wollt, mailt unter domian@wdr.de, schreibt eure Telefonnummer drauf, eure Frage, eure Anmerkung, euer Thema und dann rufen wir euch vielleicht während der Sendung zurück. Hier ist Steffen. Steffen ist 21. Hallo Steffen. Hallo Jürgen. Ja, Jürgen mit Ü. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich bin von Geburt an, habe ich einen inoperablen Gehirntumor. Ach, entschuldige, das hab ich dich gerade verbessert und dachte, du hättest dich einfach nur versprochen. Ich merke, dass du Schwierigkeiten hast beim Sprechen. Ich habe Probleme beim Sprechen. Ja, entschuldige bitte, das war gerade nicht böse gemeint. Noch dazu bin ich jetzt ein bisschen nervös. Verstehe, verstehe. Du hast einen nicht zu operierenden Gehirntumor. Ja. Seit deiner Kindheit. Und das von Geburt an, also sprich, das heißt, dass dieser Tumor mir mein Leben jetzt nicht mehr gefährden kann, hat mir ein Doktor gesagt. Wie groß ist dieser Tumor? Das weiß ich gar nicht. Also, kann man das nicht so im Kernspind sehen? Ja, hat man schon, aber ich habe mich da auch nie groß drum gekümmert. Mhm. Weil ich weiß, das Ding ist da und ja. Ich habe das Ding eigentlich ganz gut im Griff. Ja. Und warum kann man diesen Tumor nicht operieren? Weil er blöd sitzt, also man könnte, der wuchert in mehrere Teile des Hirns rein. Das heißt, er wächst auch noch? Nee, wachsen tut er nicht mehr, aber er wuchert halt in mehrere Teile des Hirns rein und Du bist mit diesem Tumor geboren, auf die Welt gekommen? Ich bin mit diesem Tumor geboren, das ist auch der Grund, warum ich an diesem Tumor nicht mehr sterben werde. Also mir hat ein Doktor gesagt, 0,07% oder so, die von Geburt an einen Tumor haben, sterben dann nicht da. Sterben nicht. Sterben dann daran, so, wenn sie ihr 18. Lebensjahr vollendet haben. So, und da bist du ja nun schon gut drüber. Da bin ich jetzt gut drüber, aber mein Problem ist eigentlich ein anderes. Lass mich noch eine Frage dazu stellen. Ja, klar. Hast du sonst... ich merke, dass du das so ein bisschen anders sprichst als jemand, der keinen Tumor hat. Hast du sonst auch noch irgendwelche Probleme, dass du irgendwie Lähmungserscheinungen hast am Körper? Oder? Ich laufe etwas schlechter und kann arbeiten jetzt. Ja. Darum geht es mir eigentlich ums Berufsleben. Ach so. Okay, dann erzähl mal. Und ich habe Bürokaufmann gelernt und das auch eigentlich relativ reibungslos gemacht und dann wurde ich nicht von meiner Firma übernommen. Mhm. Mit welcher Begründung? Ja, es war halt keine Arbeit da. Ja, ja. Meinst du, es liegt daran, dass du behindert bist? Es liegt nicht daran, dass ich behindert bin, definitiv nicht. Also, jetzt habe ich halt Riesenprobleme beim mich bewerben. Wenn ich mich irgendwo bewerbe und dann wird meine Bewerbung, ich gebe überall an, ja, ich habe eine
körperliche Behinderung und so. Und da wird meine Bewerbung halt nicht so Verstehe. Es ist so angenommen. Ja. Gibt es denn nicht, ich überlege das gerade, gibt es nicht so gewisse, bei größeren Firmen auch, dass die so eine Quote erfüllen müssen? Die müssen das normalerweise behindert einstellen. Aber die zahlen dann lieber irgendwie eine Strafe und die kaufen sich frei, die Brüder. Die kaufen sich frei, ja. Verstehe. Das heißt also. Dann habe ich mich bei einer Schule beworben, deren Namen ich jetzt nicht nennen werde. Das wäre sehr nett, ja. Oh, und ja, dann kam eine Absage zurück. Und dann habe ich dort mal angerufen und habe mich mit dem Rektor dieser Schule verbinden lassen. Dann hat mir dieser Rektor gesagt, ja, hören Sie, Herr Noah, es ist so und so. In einem Vierteljahr brauche ich keinen Spasti mehr anstellen. In einem Vierteljahr brauche ich keinen Spasti mehr anstellen? Da kann ich einen normalen Menschen einstellen. Da brauche ich keinen Spasti mehr einstellen. Hat er mir knallhart so ins Gesicht gesagt. Am Telefon. Was wolltest du denn da machen an der Schule? Ich sollte im, also... Im Büro irgendwas machen? Also im... in der Verwaltung. In der Verwaltung. Der Schule. Oh, Steffen, das ist hart. Das finde ich so gemein, wenn jemand das so sagt. Was das für ist ein heftig. Ich mein, übler Mensch. Das war ein übler Mensch, so etwas zu sagen. Dieser Mensch kann morgen von einer Sekunde auf die andere Sekunde auch behindert sein. Durch einen Unfall, durch eine Krankheit. Ich wünsche niemandem. Nein, nein, wir wünschen es ihm nicht. Aber das muss man sich immer wieder vor Augen halten als gesunder Mensch, dass man sofort auch in der Lage sein könnte. Und was für eine Schande das ist, so etwas auszusprechen. Und er hat mich ja noch nicht mehr gesehen. Also wenn ich mich so bewege... Das heißt, du hättest deine Arbeit ja völlig normal machen können. Du hast ja deine Berufsausbildung und hast alles bestanden und ist gut. Müssen wir gar nicht drüber reden. Ich bin zwar ein bisschen langsamer, aber... Ja, ist ja wurscht. Was soll's, ich mach meine Sachen, ja. Ah, da muss man aber ein dickes Fell kriegen, ne? Um sowas wegzustecken. Ja, und deswegen, ich bin fix und fertig seitdem. Das ist jetzt 1,5 Jahre her, habe ich noch 3 oder 4 Bewerbungen geschrieben. Lass es nicht so nah ran. Weil ich mich nicht mehr traue. Doch. Ich bin fix und alle. Doch. Trau dich mal weiter. Es gibt auch anständige Chefs. Dieser Mann, was der da gesagt hat, ist so unter aller Sau. Ich sag das mal jetzt so in klaren Worten. Da darfst du nicht fertig sein. Das musst du an dir abprallen lassen. Ja, das ist so mies, was der gemacht hat. Da bräuchte man. Und ich sag dir, alle Leute, alle, die hier zuhören, sind auf deiner Seite. Und nicht auf der Seite von diesem komischen Schulleiter oder was immer der da war. Das macht man nicht. Das ist so ungehörig. Hat mich aber schon ziemlich fertig gemacht. Das glaube ich. Aber ich sag dir das jetzt nochmal, deswegen sage ich dir so in auch so klaren Worten, lass dich bloß nicht runterziehen von so einem Idioten. Nimmt mich auch heute noch ziemlich mit an. Glaube ich. Lass dich nicht entmutigen, sondern schreib weiter deine Bewerbung und das. Und wir hoffen wir alle zusammen, dass du auf einen verständnisvollen Chef stößt, die es ja wie gesagt auch nur wirklich gibt, der sagt, okay, warum nicht, nehme ich den. Und wenn er eine kleine Behinderung hat, ist mir doch wurscht. Hauptsache er macht seine Arbeit gut. Also gib es bloß nicht auf. Ja. Ich finde mal sagen, wenn man so eine schwere, das ist ja schon ein Hammer, wenn man sein Leben, wenn man geboren wird mit einem Gehirntumor und wenn man sich damit arrangiert hat, wenn es, du lebst ja, du bist nicht mit bis 18 gestorben. Das heißt, dein Körper hat ja ziemlich viel Kraft und der will ja auch leben. Ich habe dem Tumor auch schon zigmal gesagt, wie ich jetzt zu ihm stehe. Ja. Das heißt, du lässt dich von dem nicht kleinkriegen, also für den Tumor. Ich habe denen gesagt, solange du mir meine Ruhe lässt, dann kannst du gerne mir weiterhausen. Aber sobald irgendwie. Siehst du, das ist doch schon mal ein klares Wort. Ein Attentat von dir kommt, ne? Ja. Und dann mache ich dich fertig. So, guck mal, du hast den Tumor im Griff. Da kann dir wirklich dieser komische Direktor den Puckel runterrutschen. Weißt du? Und wenn du es geschafft hast, auch mit all diesen ganzen Beschwernissen, deine Lehre mitzumachen und eine ordentliche Ausbildung hingelegt zu haben, was wirklich was manch einer nicht hat in der heutigen Zeit. Naja, eine ordentliche Ausbildung. Ja, du hast einen Abschluss als Bürokaufmann. Mit 3,1. Na gut, aber du hast es gemacht und du hast es durchgezogen. Und das ist für dich vielleicht viel anstrengender als für manch einen ganz normalen Menschen. Da habe ich Respekt vor und das finde ich gut. Und lass dich bloß nicht unterkriegen. Du
du hast so viel Kraft, glaube ich, schon aufgebracht für dich und dein Leben. Das darf nicht kaputt gemacht werden von so einem Mann. Aber manchmal macht es einem halt doch ziemlich fertig, wenn man sowas wieder hört. Glaube ich. Ging mir genauso, Steffen. Könnte ich dann eventuell noch mal mit einer Psychologin reden? Sehr gerne. Vielleicht können wir dir auch noch auf andere Weise irgendwie ein bisschen helfen. Von meiner Seite aus nochmal, lass dich nicht unterkriegen, bewirb dich weiter. Danke. Okay, und du legst auf und meine Psychologin, die Anja, ruft dich an. Ich lege auf. Alles Liebe, Steffen. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050, Telefonnummer, Faxnummer, E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Melanie, 21. Ja, hallo. 21 Jahre alt. Um was geht's bei dir, Melanie? Ja, mein Thema ist ein bisschen kurios. Also ich bin im Juli letztes Jahr in meine Wohnung gezogen. Mhm. Und seitdem sind hier einige komische Vorfälle. In der Wohnung? Ja, in der Wohnung. Spukt es in der Wohnung, oder was? Ja. Erstmal lustig an, ja. Erstmal hört sich lustig an. Was fällt vor? Ja, also ich bin hier eingezogen, wie gesagt. Mhm. Ich habe vorher bei meinen Eltern gewohnt. Mhm. Ist halt meine erste eigene Wohnung gewesen. Und ja, ich bin dann hier baden gegangen. Mhm. Und aus Angewohnheit habe ich natürlich meine Badezimmertür zugemacht und abgeschlossen. Mhm. Ja, also in der ersten eigenen Wohnung hat man halt noch so seine Angewohnheit. Mhm. Mhm. Ja, und nach einer gewissen Zeit hat es auf einmal dermaßen vor meiner Wand, also vor meiner Tür gescheppert, als wenn einer meine Tür einschlagen will. Also vor der Badezimmertür? Vor der Badezimmertür. Ah, an die Badezimmertür? Ja. Es hat jemand an die Badezimmertür geklopft? Ja. Geschlagen? Ja, richtig geschlagen. Obwohl du alleine in der Wohnung warst? Genau. Das ist ja schon Horror. Ja, also ich muss dazu sagen, ich beschäftige mich da schon seit meiner Kindheit mit, eigentlich. Und ja, also erstmal habe ich mir da keine weiteren Gedanken drum gemacht. Ich habe mich natürlich erschrocken, bin zusammengezuckt und gleich aus der Badewanne raus. Mhm. Habe die Tür aufgemacht, weil ich es mir natürlich nicht erklären konnte. Ich war ganz allein in der Wohnung. Ja, und wer war da? Nichts. Könnte, ich meine, wenn man frisch in irgendwo reinzieht, in ein neues Haus, das ist ein Mietshaus vermutlich, ne? Ja. Ja, dann kennt man die Geräusche des Hauses ja noch nicht. Ja, genau dasselbe habe ich mir am Anfang. Es kann ja sein, es ist irgendwo von oben, von unten, von. Ist es ein Neubau, ist es ein Altbau? Ein Altbau. Ein Altbau, na okay. Dass irgendwie ein Geräusch geleitet wurde von der Nachbarwohnung und so weiter. Nee, also habe ich mir am Anfang auch gedacht. Mhm. Ganz klar. Also das ist natürlich erstmal sucht man die einfachste Erklärung. Mhm. So, und erzähl mir noch einen Vorfall. Ja, also dann habe ich mir da ja erstmal, wie gesagt, nichts gedacht und es wurde aber immer öfter und immer lauter. Also ich bin manchmal nachts davon wach geworden, dass es so dermaßen laut in meiner Wohnung gescheppert hat. Was heißt in der Wohnung gescheppert? Was heißt das? Also es kam immer Richtung Badezimmer. Also ich habe... Also es hat nicht an die Tür geklopft? Doch, also es muss am Türrahmen gewesen sein, definitiv. Also es ist dasselbe Geräusch, wie wenn man vom Türrahmen haut. Also ein Geräusch, als würde man an den Türrahmen hauen. Ja. Aber das ist ja nicht scheppern. Scheppern ist was anderes. Ja, ja, aber es fallen auch zum Beispiel irgendwelche Dinge einfach aus dem Schrank raus. Also wir saßen hier mit zwei Mann und auf einmal fällt aus dem Schrank, der eigentlich, also aus meinem Badezimmerschrank, der eigentlich zu war, eine Deo-Flasche raus. Eine was für eine Flasche? Eine Deo-Flasche. Eine Deo-Flasche. Ja. Mhm. Man kann ja sagen, vielleicht stand sie irgendwie schief. Bitte? Nun kann man ja sagen, vielleicht stand sie irgendwie schief. Ja, aber die Tür war zu von dem Badezimmerschrank. Hm. Ich sage ja, also am Anfang habe ich mir auch, wie gesagt, wirklich die einfachsten Erklärungen rausgesucht. Macht mich gerade so ein bisschen nachdenklich, dass du sagst, ich beschäftige mich mit solchen Sachen schon sehr lange. Ja, also ich habe mit 11 Jahren das erste Mal Tischrücken gemacht. Hm. Und ja, irgendwie war das von klein auf an schon immer irgendwie das Interesse dafür vorhanden. Man könnte ja der böse Zuhörer jetzt sagen, Mensch, die ist so esoterisch irgendwie drauf. Jetzt ist es soweit und bildet sich das ein. Bingo. Ne? Selber hat mein bester Freund auch gesagt, ja. Könnte ja sein, ohne dir nahe treten zu wollen, ne? Nee, ist klar. Also ich kann es auch vollkommen nachvollziehen. Ja. Also, ich habe es dann irgendwann nicht mehr ausgehalten, weil man zweifelt auch wirklich schon an seinem eigenen Verstand, auch wenn man sich damit beschäftigt. Mhm. Was die allerbeste Sache ist, die man dann tun sollte, dann holt man sich jemanden in die Wohnung, dass man einen Zeugen hat. Habe ich. Hast du? Ja. Jetzt wird es interessant. Mehrere eigentlich sogar. Jetzt wird's interessant. Ja, also ich habe dann mit meinen besten Freunden darüber gesprochen und habe der eine davon, der hört mir auch in esoterischen Sachen zu und hatte auch so eine kleine A dafür. Ja. Der andere ist allerdings komplett abgeneigt von sowas. Okay, den nehme ich jetzt am ernsten.
Ja. Hat der, ich meine, die Deo-Flasche im Badezimmer nehme ich auch noch nicht so ernst, kann ja vielleicht auch irgendwie rausgerutscht sein. Hat dieser andere Freund, der kritisch ist, hat der dieses Klopfen und Scheppern, wie du es nennst, auch schon gehört? Ja, dieses Klopfen hat er auch schon gehört und es war noch ein anderer Vorfall, also der sehr, sehr komisch war. Er saß halt im Wohnzimmer am Computer. Ich bin in die Küche gegangen und wollte was zu trinken machen. Mhm. Und auf einmal sagt er, ey. Ich sag, wie, ey, was ist los? Dann sagt er, ja, der Rechner ist aus. Dann sag ich, ja, hä? Geh im Korridor und guck, ist der Stecker aus der Wand rausgefallen. Mhm. Einfach so aus der Wand rausgefallen. Und der steht nicht auf Spannung. Mhm. Wie gesagt, der ist im Korridor gewesen. Ich war in der Küche und der Mirko saß halt am PC. Und das sagt er, also Melanie, eigentlich, du weißt, was ich davon halte, aber deine Wohnung ist komisch. Jetzt lese ich gerade hier auf meinem Bildschirm eine Information von meiner Regie. Nämlich, ja, dass der Mirko, dein Freund oder Kumpel, der ist zurzeit in deiner Wohnung. Ja, der ist zurzeit hier. Kann ich den denn mal eben auch sprechen? Klar, Moment. Gerne, ja. Jetzt bin ich gespannt, was Mirko sagt. Hallo Domian. Hallo Mirko. Ich habe jetzt gerade schon so gehört, was Melanie erzählt hat. Ja. Bist du jetzt derjenige, der eigentlich skeptisch ist, oder bist du der Esoteriker? Nee, gar nicht Esoterisch-Erfinder, gar nicht. Du bist der Naturwissenschaftler. Der realistische Mensch. Der Realist. Und du hast solche Phänomene jetzt auch schon bei ihr erlebt? Ja. Also, mehrere? Ja, das Klopfen, das ist ja also regelmäßig, sage ich mal. Mhm. Und das Heftigste für mich war einfach, wo wir hier gesessen haben und ich sitze am Rechner, bin am Chatten oder was, ne? Mhm. Und auf einmal springt der Stecker aus der Steckdose. Ja, das ist schon, das würde mich auch in eine gewisse Nachdenklichkeit stürzen, muss ich zugeben. Ja. Normalerweise sind Stecker ja, die sind fest drin irgendwie. Ja, ne? Richtig, ganz die, genau. Die fallen auch nicht so schnell raus. Mittig der Wand irgendwie, ne? Also, weiß nicht. Und ich war hier am Rechner und sie in der Küche, also, weiß nicht, wir haben uns ziemlich heftig angeguckt danach. Mit diesen Geräuschen nochmal. Ja. Ich bin ja immer noch so auf dem Trip, was ich gerade auch schon zu Melanie gesagt habe. Kann das denn nicht sein, dass das irgendwie Nachbarn sind, die seltsame Dinge tun und es in die Wohnung hineinleitet? Nee, also das, wenn wir im Wohnzimmer sitzen oder was, das hört man echt, als wenn das in der Küche ist oder als wenn hier jemand rumläuft. Also es ist wirklich heftig und ich bin dafür kein Typ, der sowas normalerweise, ne? So, wenn du da eher der Skeptiker bist, aber das jetzt sogar mit dem Stecker mitbekommen hast. Ja. Aber du hast es nicht gesehen, ne? Du hast ja vor dem PC gesessen. Ja, das ist quasi rechts von mir, so 2 Meter rechts von mir ist diese Steckdose. Achso, die war so auf der Wand, wie du gesagt hast? Ja, und hast du im Blickwinkel, im Augenwinkel so gesehen? Ja, so ungefähr. Also ich habe jetzt nicht direkt hingeschaut, aber ich habe schon gesehen, dass da irgendwie dieser Stecker auf einmal rausfällt. Ne? Flutscht der raus? Ja. Ja, also wenn man ein Skeptiker ist, so wie du. Ja. Was denkt man denn dann, wenn man sowas Unerklärliches erlebt? Oh, das kann ich dir gar nicht beschreiben, so. Wankt jetzt dein Weltbild oder hast du Angst oder denkst du immer noch, kann man irgendwie erklären, aber ich kann es halt im Moment nicht erklären? Ja, im Moment kann ich es nicht erklären, also es muss ja eine Erklärung geben. Ne? Glaubst du, dass es irgendwas Übernatürliches ist oder meinst du, dass es einfach irgendetwas ist, was man noch nicht weiß, aber es ist was Natürliches? Nee, ich denke schon, also weiß nicht, nachdem ich dir so ein paar Sachen erlebt habe und auch mit der Melanie über sowas spreche, ich weiß nicht, also ich bin mir unschlüssig. Mhm. Es kann sein, dass es vielleicht irgendwelche Geister in Wohnungen gibt, ich weiß es nicht. Es gibt ja ganz seltsame Dinge, wir haben ja alle vor einer Weile nochmal Uri Geller erlebt. Ne? Ja, richtig, habe ich auch gesehen. Da bin ich ja auch der Oberskeptiker gewesen und dann höre ich von einer Freundin, die das auch erlebt hat. Und ich sage immer zu ihr, stimmt das wirklich? Und sagt, ja, der Löffel ist von dem Fernseher runtergesprungen. Also, ich weiß nicht, da muss ich sagen, das habe ich überhaupt nicht geglaubt. Ich eigentlich auch nicht. Alles gemacht, aber nichts war. Ja, ich auch übrigens. Aber es haben ja so viele Leute irgendwie was erlebt und was gemacht. Ne? Die können ja nicht alle lügen oder spinnen oder so. Nee, das glaube ich auch nicht. Also, aber bei uns war halt nichts. Weiß nicht, vielleicht war ich dafür auch unempfänglich. Vielleicht. Vielleicht gibt es einfach auch irgendeine Sphäre so in unserer Welt. Das muss ja gar nichts Mystisches sein. Ja. So wie man vielleicht vor ein paar hundert Jahren Strom nicht kannte. Ne, kann ja sein. Ja. Also, so kennen wir vielleicht diese Energie noch nicht, die sich da irgendwie zeigt. Ich weiß es nicht. Ja, es gibt auch Reportagen darüber, die mich jetzt auch interessieren, sag ich mal. Ne? Es gibt Mengen darüber, auch Bücher, es gibt ganze Buchhandlungen über diese Literatur, aber es gibt eben auch so viel Unsinn darüber. Ja, ganz genau, das ist halt dieser Gegenpart, wo ich denke, ne? Es gibt, ich würde fast sagen, 80% ist Unsinn oder 90% ist Unsinn, ja, das was man irgendwie erklären kann, aber es bleibt immer ein kleiner Rest übrig, den man nicht erklären kann, wo man sagt... Ja, genau, und
komischerweise ist das bei uns passiert. Jetzt gibst du mir bitte nochmal die Melanie, Mirko. Jawohl. Ja, halt durch, ne? Sei tapfer in der Wohnung. Ja, sicher. Ich eine Frage, können wir vielleicht ein Autogramm von dir bekommen? Ja, wir rufen dich gleich nochmal an, euch wegen der Anschrift, okay? Super, vielen Dank. So, jetzt nochmal Melanie. Jawohl. Tschüss. Tschüss. Also Melanie, ja? Klingt ja schon ernst, ne? Ja, ziemlich. Ja, so, jetzt, hast du da Angst zu wohnen? Bitte? Hast du da Angst zu wohnen? Nicht direkt. Also ich muss sagen, dadurch, dass ich mich damit ein bisschen beschäftigt habe vorher halt auch schon, kann ich damit irgendwo schon umgehen. Mir wäre das unheimlich. Genau, also der Punkt an der Sache ist einfach, dass man nicht weiß, was es ist. Eben. Also ich muss sagen, ich bin eigentlich absolut kein Mensch, der bei Licht schlafen muss. Absolut nicht. Also dadurch, ne, wie gesagt, dass ich mich damit auch beschäftige. Aber hier in der Wohnung kommt schon das ein oder andere Mal vor, dass ich schweißgebadet aufwache. Und aber das ist ja schon heftig. Das ist eigentlich schon ein Punkt, wo man sagen müsste, komm, zieh aus. Oder such dir eine andere Wohnung. Ja, aber ich bin, also ich bin hier eigentlich ganz glücklich mit der Wohnung. Weil, also ich habe hier die Natur um mich rum und die Leute sind hier super nett. Zieht es sich vielleicht sogar auch ein bisschen an, dieses Phänomen? Auf gewisse Art und Weise. Ja, das habe ich schon gemerkt. Ja, also es ist für mich natürlich interessant und ich möchte wissen, was dahinter steckt. Sag mal, du hast gesagt, dass du dich mit solchen Sachen schon lange beschäftigst. Ja. Aber du hast so etwas aus der Tische rücken und so, was wir alle mal irgendwann gemacht haben, so als Jugendliche, hast du in deiner elterlichen Wohnung sowas noch nicht erlebt? Nee. Das ist so das erste Mal jetzt in der Wohnung. Das erste Mal in der Wohnung. Mhm. Aber schweißgebadet aufwachen und bei Licht einschlafen? Ja, also es ist halt nicht durchgehend so, ne? Also es gibt Tage, da fühle ich mich hier unheimlich wohl und ich weiß genau, mir passiert nichts. Aber es gibt dann halt auch Tage, wo ich wirklich also den Mirko oder den Pascal anrufe und sage, Jungs, ihr müsst vorbeikommen. Ihr müsst die Geister jetzt ein bisschen besänftigen. Ja, genau. Also ist das eigentlich im Laufe der Zeit, während du da jetzt wohnst, schlimmer geworden oder ist es konstant? Nee, also es wird immer heftiger kann man nicht sagen. Es kommen immer mehr Sachen dazu. Also es hat mit Klopfen, wie gesagt, angefangen. Es sind Birnen kaputt gegangen. Ich sag jetzt mal eine These. Eine völlig wirre These. Vielleicht bist du ein sehr medial begabter Mensch. Und vielleicht strahlst du Energien ab, die wiederum so auf Materie wirken, dass es Geräusche gibt, dass die Steckdose, dass der Stecker aus der Steckdose fliegt und so weiter. Dass da gar niemand anders im Spiel ist, sondern dass du die Ursache bist. Könnte das sein? Ja, also das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil es dann auch woanders sein müsste. Ne? Eigentlich. Das hätte eine Logik, ja. Stimmt. Ja, und also es könnte dann nicht nur hier in der Wohnung sein. Also Ja, ich weiß es nicht. Sache, die, also ich weiß auch manchmal bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen überfordert damit, weil ich dann halt auch denke, Mensch, du lernst jetzt so lange solche Sachen. Pass mal auf, wir rufen dich gleich nochmal an, weil es gibt in Freiburg eine parapsychologische Anlaufstelle. Ja. Sehr seriös übrigens. Wir geben dir mal die Telefonnummer, ruf doch da mal an und ich glaube, das heißt sogar eine parapsychologische Ambulanz oder so, dann erzähl den Leuten mal, das sind alles Wissenschaftler und mal sehen, was die dazu sagen. Okay? Ja, super. Du legst auf, wir rufen nochmal an wegen der Anschrift, okay? Ja, alles klar, danke. Okay, tschüss. So, meine Lieben, in der Technik Gudonhausen, Samstag, ist mein Gast Peter Maffay, 23.30 Uhr im WDR-Fernsehen. Und wenn ihr mit ihm reden wollt, dann mailt uns doch heute schon unter domian@wdr.de. Morgen gibt es eine normale Sendung, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR-Fernsehen und eine Stunde vorher könnt ihr uns erreichen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht, bis morgen, tschüss.